Hallo Leute und willkommen zurück hier beim FM20 Hallischer FC und wir spielen heute gegen Viktoria Köln auswärts. Die sind aktuell 17. Was wir noch haben, Washausen hat uns verlassen. Den haben wir ja letztes Mal auf die Transferliste gesetzt. Wir schauen hier nochmal, der geht nach Saarbrücken. Ja, hier bestätigt Wechsel nach Saarbrücken, hat sich einigen können. Das ist gar nicht allzu schlecht für uns. Damit haben wir ein bisschen Transferbudget erhalten. Ist ja auch super. Und wir haben ja auch noch viele in der Jugendmannschaft, die mal langsam hochziehen können. Genau, wir machen weiter. Genau, wie beim letzten Spiel. Das letzte Spiel war gegen Chemnitzer FC. Das haben wir 4:1 gewonnen. Ich glaube 4:1 war es. Und Hilzner legt mal wieder direkt los wie die Feuerwehr und ist so. Hat hier zwei Leute umdribbelt, aber den dritten hat er nicht mehr geschafft. Das hätte ja schon das erste Tor hier geben können. Göbel. Komisch. Komische Ecke. Kam überhaupt nicht an. Rubeck zu Vollert und Sternberg. Da wird erstmal hinten rumgespielt. Ja, wir stehen immer noch auf dem dritten Platz. Wenn nichts anderes passiert. Wer spielt denn heute? Heute spielt eigentlich fast alles. Preußen Münster, okay, die gewinnen gerade. Ingolstadt ist uns an der Hacke. Ja, schauen wir mal, wie das Spiel hier ausgeht. Das ist ja immer, ja, gegen den letzten sehen wir immer. Da ist nicht der letzte, sondern 17. sind die, ne? Ja, lang nicht letzter, aber 17. auf jeden Fall auf dem Abstiegsrang. Lindenhahn. Hülsner und. Ah, der hat ein bisschen lang gewartet. Messenhöhler ist da. Eisele ist immer noch verletzt. Und Fetch, den ich vorher eingewechselt habe, gegen Niedfeld. Niedfeld war ja bisher nicht so stark. Der Fetch macht das Ding rein. Wunderschön. Wunderschöner Kopfball. Die Standardsituationen scheinen inzwischen besser zu laufen. Das ist schon mal eine sehr gute Sache. Scheint richtig gut zu laufen. Wir hoffen bloß, dass wir es eben, wie gesagt, immer halten können. Oh, der war doch dran, der Müller, oder? Mann, Müller, mach das Ding doch raus. Ja, da wäre ich auch sauer. Da ballert er den Ball einfach mal nach vorne. Na gut, wir haben ja noch alle Zeit der Welt. Wieder Lindenhahn. Ja, Ecke. Ah, da sahen sie vorher schon nicht so gut aus, aber gut, Hilzen hat. Ballert den nicht so schön, so sauber rein. Dann schauen wir mal, was da noch geht hier. Müller muss mitspielen. Den hätte er sich schnappen können, der Hilzen, ne? Bisschen unsauber gespielt. Es regnet. So, Beuth mischt sich auch mal ein bisschen ein. Als Stürmer, der will einfach Bälle haben. Kommt irgendwie noch nichts bei ihm an. Uiuiui. Serton. Sauber abgequetscht. Sauber abgenommen den Ball von Sir. Ja, lang, kurz, man weiß es nicht. Nein. Lindenhahn wieder. Lindenhahn wird sehr oft eingebunden. Oh, Beuth jetzt. Jetzt, Beuth, komm, mach das Ding. Beuth. Jawohl. Terence Beuth. Zweite Chance und Treffer. Sehr schön erkämpft. Da haben wir doch ein starkes Duo da vorne. Fetch und Beuth. Gut, Vorlage kam hier von Göbel, der hat es alleine gemacht. Der Terence. Der ist noch, kann noch sehr, sehr wichtig werden. Hoffen, dass er sich nicht verletzt. Sonst haben wir da vorne gar nicht so viel. Vielleicht der Fetch, der Niedfeld, wenn er ein bisschen mehr gibt.
Vielleicht kann man gucken, vielleicht kann man den auch irgendwie ummodeln. Also prinzipiell kann ja jeder. Ei, der war knapp. Prinzipiell kann ja jeder jede Position spielen. Man muss ihn halt darauf trainieren. Dauert halt manchmal ein bisschen. Wenn ich jetzt einen Bierschenk habe, der Jugendspieler bei uns ist, der echt top werden kann. Patrick Göbel hat eine gelbe Karte. Wunderlich lang. Wunderlich. Gar nicht so schlecht. Aber reicht halt nicht. Dann kann man den vielleicht umtrainieren oder je nachdem. Yannick Sternberg holt sich auch eine gelbe Karte ab. Das ist jetzt alles nicht sein vor der Halbzeit. Ah, aber die andere Mannschaft auch. Mike Wunderlich. Ja, dann ab in die Kabine. Ja, wie einer legt sich von euch auf die faule Haut, dann gibt's aber hier Schelle. So, und Steinberg tun wir jetzt mal auswechseln. Da kommt der Landgraf für rein. Zwecks gelbe Karte und so. Und auch nicht voll auf der Höhe. Und nur hier Steinberg ballert die Dinger erstmal weg. Der Niklas Landgraf, der ist auch so relativ jung, glaube ich, noch. Eieieiei, das war ja einfach reingeballert. Mann. Landgraf, guck mal hier mal, der ist 23, ja, okay. Hat noch ein bisschen Potenzial. Also selbst wenn wir aufsteigen würden, ich denke, wir würden gleich wieder absteigen. Denn für die zweite Liga sind wir nicht gut genug. Komm. Oh, das gibt's doch nicht. Das war ja fast eine hundertprozentige. Genau, ab nach vorne, Landgraf zu Terence. Terence zu Hilsner. Er macht das außen wie immer so. Opa, und der Lindenhahn war so knapp. Ein bisschen zu schräg. Vielleicht mehr von außen kommen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aber Hilsner sowieso. Ey, jetzt macht aber keinen Scheiß hier, gell? So, Fokus über Spiel links machen wir mal. Das müsste eigentlich. Eieiei. Ah ja, sowas darf nicht passieren, Leute. Boah, sauber abgegrätscht. So, Fetch. Fetch rennt sich ein Wolf. Und daneben gegrätscht. Aber wunderlich nicht. Verdammt. Ich weiß auch gar nicht, wo er hinrennen wollt. Aus dem Stadion raus am besten. Können wir noch machen. Schießen. Bei frei. Oder so, oder? Machen wir mal. Ja, die Standards, immer diese Standardsituation. Komm, unentschieden wäre mir jetzt aber eigentlich zu wenig. Hilsner. Können wir nochmal einen Impuls setzen. Und nicht so, die graben sich wohl ein hinten. Lindenhahn gegen Hansch. Und dann sagen wir den noch am Schluss jetzt, naja.
nichts. Übel zu fetch. Der ballert den Ball einfach weg, Mann. Punch. Ballert. Zu sehr. Mast. Auch neu drin. Fetch, jawohl. So will ich das sehen. Das gilt, oder? Ja. So will ich das sehen. Mast zu fetch und dann zack rein. Oh, jetzt aber nicht ein Gegentor bekommen, Leute. Ah, jetzt gibt es auch einen Eckball. Boah, das hinten deckt auch noch mit. Mast köpft mal ein bisschen raus. Reicht aber noch nicht. Jetzt komm, komm, greif ihn an. Greif den Wielers an. Oh Mann. Tu. Oh, es gibt einen Sieg für uns. Lässt sich Zeit. Da los. Ah. Robert Müller lässt sich Zeit. Sollte eigentlich schon wieder voll abgepfiffen. Pfeift doch mal ab die Zeit. Guck mal auf die Zeit. Mensch. Oh, da fange ich auf was das Schwitzen an hier. Er hat einen Unentschieden erwartet, aber wir haben gewonnen, Leute. In der letzten Sekunde. Schöner Sieg, Jungs. Großartig. Einfach toll. Aber ich lobe dir ja nie zu viel. Fetch, ja, der hat ein echt starkes Spiel gemacht. Kann man nicht anders sagen. Wahnsinn. Gut. Sehr geil. Unser nächster Gegner ist der TSV 1860 München auf dem 6. Platz, die ja hart an uns kleben, sozusagen. Mit unter. Ja, aber nicht mehr so hart wie gedacht. Aber. Ja, heimisch bewundert. Oh, was haben wir da? Den setzen wir mal fort, das Scouting. Seinen schwachen Fuß hat er nur zum Stehen, ja. Ja, komm. Setzen wir mal weiter. Können wir vielleicht mal schauen. So, wir haben ja jetzt den verkauft. Das heißt, wir haben jetzt finanzenmäßig. Gehen wir sogar ein bisschen runter. Gehaltsbudget nächste Saison kennen wir ja nicht. Wir haben jetzt aber 20.000 zum Ausgeben. Wir schauen uns nochmal die Mannschaft an und gehen hier nochmal aufs Potenzial. So ganz einfach, Wasserhausen verlässt uns ja. Pjörn Jopek, ja, Tobias Schilk, was ist eigentlich mit dem? Der hat sogar noch Verbesserungspotenzial. Eieieiei. Aber Schilk spielt auf der rechten Seite. Okay, da könnte Göbel super ersetzen, ne? Wenn der mal ausfallen sollte oder schlecht spielt. Sonst können wir mal schauen. Bruns, ja, den können wir mal weiterverfolgen. Sonst können wir mal schauen, wie es aussieht im Teambericht in der Kadertiefe. Und da sehen wir Verteidiger im Mittelfeld. Das wäre und vielleicht sogar ein Torhüter. Ein Torhüter bin ich eigentlich gerade ganz zufrieden, muss ich sagen. Mittelfeld, Verteidiger, da schauen wir uns mal hier um. Mal hier auf Positionen. Dann haben wir den Bierschenk, der natürlich ein Spitzenspiel macht. Hier haben wir Schubert, der noch ausgeliehen ist. Dann haben wir einen Hülsner, der ist von uns ausgeliehen. Fetch, der Trinkut. Der ist ja auch nur ausgeliehen. Okay. Sonst was haben wir an Jugendspielern hier? Nick Galle ist noch da. Sternberg, Zaruba. Der kann eigentlich alles spielen. Ja. Mittelfeld. Mittelfeld müsste man noch ein bisschen aufstocken wahrscheinlich. Was hätte man denn da im Mittelfeld, wenn wir hier mal schauen? Auf Auswahlliste haben wir wahrscheinlich gar nicht so viel, oder? Hier im Mittelfeld haben wir einen, Tor Jakobsen aus Magdeburg. Der ist 22. Den würde ich aber gerne als Mittelfeld
nehmen. Wen haben wir denn im Mittelfeld? Kann ich leider hier gar nicht sehen, ne? Schauen wir mal, vergleiche mit Hallescher. Jopek. Lindenhahn. Vergleichen mal mit Jopek. Er hat mehr Übersicht, mehr Offensive, mehr Geschwindigkeit, mehr Defensive und ansonsten alles fast gleich, außer Technik und physische Stärke. Da ist der Pion Jopek ein bisschen stärker, aber der ist auch älter. Tja, Jakobsen auch nicht benötigt, wäre eine gute Verpflichtung. Der kostet 245.000. Wollt ihr mich veräppeln? Er ist halt erst 22, ne? Okay, was haben wir denn da noch sonst so? Was haben wir denn schon gescoutet? Schauen wir mal, was wir schon gescoutet haben im Mittelfeld. Die sind alle wahnsinnig teuer. Vielleicht Nussbaumer. Rein im Mittelfeld, also hier gut, ist noch unbekannt. Von dem her weiß ich noch gar nicht viel von dem. Wäre eine gute Verpflichtung, ja. Hilft halt nichts, ne? Nussbaumer. Muss man wohl noch ein bisschen gucken und warten, was so die Saison bringt. Ob uns da noch jemand entgegenflattert oder ob unsere Scouts noch einen bringen. Und sagen, das ist der Top-Mann, den wir brauchen. Trinkut. Guck an, Fetsch erhält Auszeichnung Spieler des Spiels. Matthias Fetsch, schön. Gratulation, Fetsch. Gratulation. Wird heute wohl ein bisschen kürzer. Wir werden wahrscheinlich das Spiel gegen 1860 nicht mehr machen können. Für mal ein bisschen, ja. Leute geschaut, ansonsten können wir vielleicht doch noch einen verkaufen. Ich weiß, DFB-Pokal. Da sind wir schon raus, oder wie? Weiß ich gar nicht, sind wir schon raus? Oder haben wir später? Kann sein, dass wir schon. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Doch, wir sind rausgeflogen, glaube ich, beim ersten Spiel. Ja. Knapp. Knapp war's. So, wir spielen gegen 1860. Sollen wir es noch durchziehen? Ja, komm. Zwei Spiele müssen schon sein, oder? Vorschläge? Nö. Nö. Übernehmen wir erstmal nicht. Das machen wir dann wieder am Schluss, wenn wir ganz schlecht aussehen. Kaiserslautern hatte Waldhof Mannheim locker abgezogen. Ja, boah, die sind ja erster Uerdingen auch. Ist auch ein bisschen schon weg. Hallischer, ja, wir sind auch relativ weit oben. Allerdings, wir haben sogar eine 1 plus. Guckt euch das an, Leute. Alles erfreulich, außer natürlich, ja klar, Transferliste. Was soll ich dazu sagen? Ist ja jetzt nicht so, dass ich nicht gern würde. Jetzt haben wir einen Safe-Punkt. Gut, dann machen wir für heute Schluss und machen beim nächsten Mal das 1860 München-Spiel. Definitiv. Und dann schauen wir mal, ob wir da weiter oben bleiben. Wir sind Dritter. Und es sieht bisher nicht so schlecht aus. Wir haben keinen heftigen Einbruch. Sehen wir mal. Und tschüss.